Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Redstone-Video. Das war mein Ernst. Oh Gott, jetzt kommt das Intro. Das macht's noch trauriger. So, ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum ich so eine tolle Ansage gemacht habe. Wir haben uns gerade zusammen ein wunderschönes Video angeguckt, wo die Einleitung genauso war, wie ich es gerade vorgeführt habe. Und wir haben uns totgelacht? Nein. Nein, ich hänge an. Wir haben uns ein bisschen beömmelt. Beömmelt. So, aber jetzt hier, wir wollen arbeiten, ne? Nicht hier Spaß, ist nach Feierabend. Ja, wir haben, das muss ich mal kurz nachgucken. Wie nennt sich das, was wir gebaut haben? Eine Brandschutz-Sprenkelanlage? Brandschutz-Sprenkelanlage gebaut. In Vanilla Minecraft. 1.7.2. Ja, um es mal genau zu sagen, wir haben. Ich weiß nicht, ob man Command Blocks Cheaten nennen kann, aber es sollte einfach nur möglich sein und es ist möglich in Vanilla. Ja. Das hier ist das gute Stück. Wir haben ein Bürogebäude nachgebaut, beziehungsweise hier der Dirk, Chicos, wie immer. Ich kann ja nicht bauen. Sieht von außen ein bisschen unspektakulärer aus als von innen. Ja, das sagst du jetzt auch nur so. Das hier unten ist die Schaltung, die erklären wir gleich. Und ja, gehen wir mal rein in die gute Stube. Es ist ein bisschen dunkel hier drin, machen wir mal das Licht an. Wunderschön. Das haben wir direkt schon das erste richtig geile Future. Wir können nämlich mit allen Knöpfen hier an der Wand das Licht an- und ausschalten. Egal welchen Knopf wir benutzen, er toggelt das Licht. Voll cool. Voll geil. Und wenn wir hier an die Tür rangehen, gehen wir von der Tür weg, die ist immer noch offen. Wenn wir an die Tür rangehen, geht hier auf und zu. Voll cool. Guck mal, sind wir nicht toll. Ja. Darf ich jetzt Feuer legen? Du darfst Feuer legen. Ja. Oh Gott, es brennt! Hilfe, 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 es brennt! Schnell die Scheibe einschlagen und den Notknopf drücken! Und siehe da, das Feuer wurde gelöscht, bevor es Schaden anrichten konnte. Ah, da schwimmt ein Schild weg, scheiße. Und es brennt immer noch. Oh Gott, hat es immer noch gebrannt? Unsere Sprenkelanlage funktioniert nicht, nein! Die Couch ist abgebrannt. Oh Gott. Aber alles Wichtige steht noch. Na gut. Wir sind zum Glück schnell genug zum Schalter gelaufen. Aber ihr seht, es funktioniert einigermaßen. Leg mal Feuer. Au, nicht an mich dran. Ich muss nur schnell genug die Scheibe einschlagen und den Knopf drücken. Dann fangen die Lampen an zu blinken. Und das Wasser löscht das Feuer. In einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Ja. Höchst effizient. Höchst effizient. Wir hätten Feuerwehrmänner werden sollen. So. Wollen wir das System erklären? Ja, erklär du schlecht. Mal. Ja, also ihr habt gesehen, das Wasser spawnt hier unter den Trichtern. Ich lasse es jetzt einfach nochmal. Oh, wo ist der Knopf da? Da, unter den Trichtern spawnt das Wasser. Die Trichter haben aber im Endeffekt nichts damit zu tun. Das ist einfach nur Optik. Der Dirk ist ja immer so. Oh, das sieht so schön aus. Können wir den behalten? Ja, komm, nimm mit. Deswegen hängen jetzt da Trichter an der Decke. Und da wird einfach ein Wasserblock drunter gespawnt, der nach unten fließt und den Raum mit Wasser bedeckt. Ihr seht, jedes Mal, wenn ich den Knopf gedrückt habe, ist eine neue Glasscheibe da. Die wird nämlich auch jedes Mal neu reingespawnt, damit man die nicht manuell reinsetzen muss. Weil wir ja so faul sind. Was hast du denn jetzt da gemacht? Böse? Hast du das jetzt verschönert? Nein. Egal. So. Der Knopf hier hinten, zeige ich euch mal, hat kein Kabel. Der Knopf, das ist hier hinten die Rückseite vom Knopf. Der Knopf schwebt in der Luft, wie ihr sehen könnt, hat keine Verbindung zu einem Kabel. Das Ganze funktioniert nämlich über dieses Wireless Redstone-Gedöns, was ich in einem vorherigen Video erklärt habe. Link oben im Video und in der Beschreibung. Dabei wird von einem Command-Block getestet, ob sich an dieser Stelle ein Knopf befindet. Mit einer bestimmten ID. Und zwar ist das die Knopf-ID Numero 77 mit dem DataTag 4. Der DataTag 4 sagt nichts anderes, als dass der Knopf in jene Richtung dort zeigt, in die Richtung der Tür.
Das bedeutet, es wird getestet. Der Command-Block gibt ein positives Output, weil der Knopf nämlich sich an diesem Stein befindet, in diese Richtung guckend. Sobald der Knopf jetzt aber gedrückt wird, ändert sich die ID vom Knopf. Und zwar ist es dann kein normaler Knopf mehr, sondern ein gedrückter Knopf. Dementsprechend geht dann kurzzeitig dieser Comparator aus, was dann eine Clock in Gang setzt, welche dann kurzzeitig ein Redstone-Signal ausgibt, welches dann die Wasserblöcke spawnen lässt und dann nach einer gewissen Zeit wieder despawnen lässt an der Decke. Und das hier ist der Command-Block, der die Scheibe spawnt. 102 ist die ID für Glasscheibe. Ja, das war's auch schon. Sehr einfach, sehr simpel. Sogar ich hab's verstanden. Uiuiuiui, das soll was heißen. Hier haben wir die Command-Blöcke, die die Schalter im Flur testen, die Knöpfe im Flur. Deswegen ist es nämlich möglich, jeden einzelnen Knopf im Flur zu drücken und damit das gleiche System in Gang zu setzen. Das Ganze hätte man auch mit Kabeln machen können, aber dann hätte man alle Wände doppelwandig bauen müssen, um dann Kabel zu verlegen. Hier wird einfach jeder Knopf getestet, ob er sich verändert. Wenn ja, wird durch die negierte Fackel ein Signal in diese Leitung gesetzt. Und das Signal hier hinten dreht sich um. Das heißt, wir haben quasi ein kurzes Ticksignal, welches diesen Block rauszieht oder zurückzieht, wodurch entweder ein Redstone-Block oben auf den Lampen gespawnt wird oder ein Luftblock. Das heißt, Luftblock ist Lampe aus, Redstone-Block ist Lampe ein. Ja, so funktioniert das Ganze. Das Blinklicht im Flur, wenn das Wasser eingeschaltet wird, wird ebenfalls über den Knopf hier oben gesteuert. Wenn der Knopf gedrückt ist und die Glock an ist, wird hier oben ein Signal abgeleitet, das heißt, diese Verbindung hier getrennt. Dementsprechend können keine Knöpfe mehr im Flur gedrückt werden. Und gleichzeitig wird diese Fackel hier ausgeschaltet, wodurch der Trichter hier deblockiert wird. Ich weiß nicht, warum da zwei Items drin sind. Wodurch das. Ja, du warst das. Ich weiß ganz genau, dass du das warst. Wodurch diese Glock hier zum Laufen beginnt, weil das nämlich eine Trichterglock ist. Wodurch ein Signal abgespalten wird. Wodurch das gleiche gemacht wird wie vorhin mit den getesteten Command-Blocks auf den Knopf gedrückt worden ist, wodurch das Licht an- und ausgeht. Sobald die Glock hier zu Ende gelaufen ist, geht die Fackel wieder an, der Trichter ist wieder blockiert, die Glock hört auf, die Lichter bleiben an oder aus, je nachdem, was sie vorher waren. Und der Block hier vorne wird wieder reingezogen, ja, und die Glock erreicht wieder die Command-Blöcke, wodurch man wieder die Knöpfe benutzen kann, um das Licht an- und auszuschalten. Und hier drüben haben wir noch nochmal Command-Blöcke, die die Knöpfe in den einzelnen Zimmern testen. In jedem Zimmer ist nochmal ein Knopf mit Lampen, den kann ich euch zeigen. Und hier wird jeder Command-Block. Oh Gott, oh Gott. Oh. Jetzt spawnt er da Villager. Hast du Beamte gespawnt? Ja, aber die spawnen irgendwie nicht im Büro. Kannst du die überhaupt spawnen? Kann sein, dass ich NPCs ausgeschaltet habe. Nein. Nein. Man hört sie aber schreien. Außerdem sind Villager als Beamte nicht vertretbar, weil die einfach viel produktiver sind als Beamte. Ich bin schon auf eine Alternative umgesprungen. Warum sind hier unsere Bänke noch kaputt? Die ist nicht abgebrannt. Nein. Oh, falsche Farbe. Egal. Ja, das war's schon. Was ein Irgendwelche Zimmermann. Anmerkungen? Willst du noch was sagen, lieber Dirk? Ja, ich möchte noch mal Feuer legen eigentlich. Ja, komm, dann leg doch mal Feuer. Oh Gott, es brennt! Hilfe, Hilfe! Ruf die Feuerwehr! Schnell! Scheibe einschlagen! Sprenkelanlage! Tschüss, du übertreibst aber maßlos, hat das schon mal jemand gesagt. Die Bänke brennen weiter. Oh nein. Ja, super, jetzt ist hier die Hälfte abgefackelt. Warum hast du Schilder in Bilder reingemacht? Das sind die Namensschilder. Ach so. Von den Villagern, oder was? Ja, genau. Ja, ich zeige dir jetzt mal kurz das Licht in den Räumen hier. Guck, Licht aus, Knopf drücken, Licht an. Obwohl dieser Knopf hier kein Kabel haben kann, weil das auf der. Einfach so an der Wand schwebt und da ist kein Kabel. Oh Gott, wie geht das? Und hier oben ist auch einfach nur ein Redstone-Block. Wie kann das funktionieren? Das ist Zauberei. Oh, jetzt. Oh Gott, jetzt fängt er ja noch an zu dekorieren. Ey, ich fasse es nicht.
Hat hier schon mal jemand gesagt, dass das scheiße aussieht? Guck mal, ich mache jetzt an auf Warte. Rebellion, ich rebelliere jetzt. So. Das ist mein. Oh Gott, ich falle. Das hast du mich ausgeschlossen. Naja. Wollten wir sonst noch irgendwas sagen? Alter, was tust Nee. du? Gott. Oh, ist das Wasser rausgeflossen? Nö. Ah, das kann ich durch Türen durch, ne? Ja, genau. Wir haben den Brandschutzaspekt mit den Türen auch bedacht. Beeinträchtigt. Beeinträchtigt, nicht beeinträchtigt, bedacht. Das Wasser kann da gar nicht durch die Türen durch. Naja. Das System ist patentiert. Falls ihr es klauen solltet, droht euch eine rechtliche Strafe. Von über 100 Millionen Euro. Ne, Quatsch, könnt ihr gerne benutzen. Die 100 Millionen will ich trotzdem. Oh. Ich hab grad voll den merkwürdigen Bug hier. Was? Wenn ich hier hin und her schwebe und da vorne auf das Redstone-Ding drauf gucke, dann. Dann was? Keine Ahnung. Ich mache ein Gift draußen, poste es. So. Na gut. Dann hören wir auf mit Aufnehmen, oder? Wolltest du noch irgendwas loswerden? Ja. Nein, Nein. was? Ja, aber nein, aber ja, aber nein. Aber nein. Sag, was willst du loswerden? Kind, sprich. Nein, ich habe fertig. Du warst fertig. Ich auch. Ich bin fick und fertig. Also. Hör mal auf. Ja. Dann würde ich sagen, liebe Kinder, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Let's talk about Redstone. Hör auf, an meinen Schaltungen rumzuspielen. Dann, tschö. Ich hoffe, Blumen zu kotzen, sagt tschö. Ciao.